Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Heute ist Donnerstag und normalerweise wäre heute Offensive Security dran, aber das geht leider nicht, weil YouTube zurzeit ziemlich was gegen Pentesting und Offensive Security hat und das erstmal jetzt hier die Woche ausgesetzt wird, bis sich die Lage beruhigt. Aber keine Sorge, ich mache einfach Defensive Security für dich und deswegen schauen wir uns heute den wie heißt der Gute? Wie heißt er? Malware Defender. Nee, nix Malware Defender. Natürlich schauen wir uns nicht Malware Defender an, sondern Malware Bytes. Yeah. Okay, und ich erkläre dir ganz genau, was ich gut finde, was schlecht, warum ich ihn verwende, in welchen Situationen, in welchen nicht. Und ja, wir schauen uns einmal komplett die Software an, welche Features es hat und besprechen alles einmal durch. Ich erkläre das meines Wissens nach so gut wie ich kann. Und ja, ich hoffe, du kannst aus meiner Erfahrung lernen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go, lassen wir das hier mal herunterladen. LH Cyber Security. Be part of IT. Gut. Dann einmal hier kostenlos herunterladen klicken, dann speichern, jo, dann hier einmal draufklicken, ja, einmal Rechte geben, ja, okay, ich weiß, jetzt muss jetzt hier neu gestartet werden, ich mache jetzt hier Personal Computer, immer schön erweiterte Optionen anzeigen lassen, wir wollen hier nicht, dass er uns irgendein Schmarrn, darf man das sagen, irgendwas mit installiert eben. Und ja, let's go hier installieren. Ja, hier haben wir schon wieder Adverb. Ne, wir wollen nichts in unserem Browser, das macht nur unseren Browser langsamer. Hier schon der erste Tipp, lasst die Software nichts in eurem Browser installieren. Gut, ich habe hier oben auch einen Haufen Zeug, aber mein Gott, ein bisschen was braucht man halt, so ist das eben. Und ja, Installation läuft, ich cut jetzt hier mal. Okay, wir sind jetzt hier fertig mit der Installation. Schaut so aus. Wir gehen kurz das Menü durch und dann mache ich einen Scan. Dann seht ihr mal, was bei mir so drauf ist, wenn was drauf ist und so weiter. Genau, also wir haben hier Erkennungsverlauf. Beim letzten Scan noch nichts passiert. Aber auch noch nicht gescannt. Internetschutz ist aktiviert, also halt verdächtige Webseiten und so, Schadsoftware, Viren und sowas halt, ist auch aktiviert, Schutz vor Ransomware, auch aktiviert und Exploit-Schutz. Genau, was jetzt hier nicht dort steht, ist, dass er eben Adware auch noch, vor Adware auch noch schützt. Schauen wir uns mal die Einstellungen an, hier ganz wichtig, aktualisieren, also er prüft immer auf aktualisieren, nice, ist gleich aktuell heruntergeladen. Er hat die neuesten Virendatenbanken. Manuelle Scans haben Vorrang. Klar, ist auch sinnvoll. Ja, erweiterte Ergebnisprotokolldaten zur Unterstützung erfassen. Ja, braucht man ungefähr nicht so. Das sind hier so Einstellungen, die sind im Normalfall richtig eingestellt. Und ja, hier sollte man eigentlich wenig rumstellen. Genau, Benachrichtigungen, das mache ich immer meistens weg, weil mich das nervt teilweise, außer halt die wichtigen, die lasse ich da. Dann können wir hier die Threat Intelligence aktualisieren, die könnten wir jetzt hier nach 5 Stunden, falls wir Internet sparen wollen oder so, aber lass es auf 1 Stunde und wenn wir ganz sicher gehen wollen, können wir es auf 15 Minuten stellen, aber das macht jetzt auch nicht so viel Sinn, 1 Stunde ist schon ganz okay. Automatisch in Quarantäne verschieben, ja, lassen wir aktiv, bei Windows starten, wie ihr wollt. Ich nutze es halt immer so als zweiten Scanner für, wie gesagt, Schadsoftware, Werbesoftware. Und das Coole ist auch, das stört sich nicht mit meinem jetzigen, also mit Bitdefender oder mit anderen. Das läuft einfach so nebenbei, halbwegs gut, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber ich installiere das, mache den Scan für Werbesoftware und lösche es dann im Normalfall wieder. Aber ihr könnt es wie gesagt auch als normalen Virenscanner verwenden, wobei ich euch dann empfehle, den alten Virenscanner zu löschen. Genau, nach Rootkits suchen, Burger können wir auch aktivieren, weil Rootkits sind schon immer ganz nice versteckt. So, und ja, was macht ein Scan für einen Sinn, wenn er nicht nach Rootkits scannt, so, keine Ahnung.
Algorithmen des Expertensystems zur Identifizierung von bösartigen Systemen. Ja, kann man auch mal aktivieren. Warum nicht? Wir wollen ja hier die optimale Sicherheit am Defense Donnerstag. Hey, geil, so nenne ich das jetzt. Defense Donnerstag. Und ja, Potenziale unerwünschte, ja, immer alles erkennen. Exploit-Schutz. Ja, E-Mails mache ich eh über die Website und nicht über den Browser. Design machen wir mal dunkel, weil ich einfach Lust drauf habe. Datennetz. Von mir aus machen wir Datennetz. Zulässige Liste. Ja, hier können wir halt Dateien, Webseiten oder Anwendungen und so zulassen. Also falls wir jetzt irgendwas haben, wo wir sagen, ja, das ist gar nicht böse und er löscht uns trotzdem, dann tun wir das hier in die Hinzufügen-Liste dazu tun. Und ja, schauen wir mal bei Konto, was hier so geht. Konto, ja, wir haben jetzt 14 Tage Premium, sehen meinen Gerätenamen. Und ja, wir könnten hier jetzt mal kaufen. Ich will mal wissen, wie viel das Ganze kostet. Ja, 60 Euro pro Jahr für 3 PCs oder 40 für ein PC. Ja, ist normaler Preis, würde ich sagen. Machen so die meisten so in der Preisklasse. Dann sehen wir hier noch die Versionen. Wir scannen nochmal auf Updates. Haben wir das vorher schon? Passt. Ja, ich finde die Einstellungen ganz nice gehalten. Nicht so viel unnötiges Zeug. Alles, was man halt so braucht. Ziemlich clean. Dann schauen wir hier die Benachrichtigungen. Haben wir jetzt keine. Und ja, jetzt scannen wir mal. Und machen mal einen ganzen Scan. Wir sehen jetzt hier, dass er erst auf Updates prüft. Sehr wichtig. Macht auch Sinn. Dann macht er die Rootkits. Arbeitsspeicher. Startelemente, Registry, Dateisysteme und so weiter. Scannerplan, wir können hier auch immer planen, wann der nächste sein soll. Genau, finde ich auch nice, wenn man vielleicht gerade nicht am PC ist. Und hier haben wir die Berichte. Das ist der alte, der hat jetzt 22 Sachen gefunden. Und ja, schauen wir mal, ob der wieder 22 Sachen findet oder ob er da hier was anderes macht. Gut, ich mache jetzt hier einen Cut, bis das fertig ist. Und ja, dann bis gleich. Okay, der Scan ist jetzt fertig und wir sehen, ja, super IT-Sicherheit und so. 22 erkannte Viren. Aber was heißt Viren? Adware unter anderem. Und hier auch der Punkt, ich sage es euch ganz ehrlich, die normalen Virenscanner schauen nur nach Viren. Und Malwarebytes schaut eben auch nach Werbung. Genau. Und hier sehen wir auch, das sind Programme von mir, die ich vielleicht bei anderen Virenscannern ausgeschlossen habe, damit die eben nicht gelöscht werden. Man sieht, die heißen Rename und sind im Ordner Virus. So. Ja, kein Wunder, dass es Viren sind. So. Die sind ja auch im Ordner Virus und von mir eben halt da extra abgelagert, damit ich die später analysieren kann und so weiter. Genau, also hier auch nochmal, wir sehen hier auch, es wurde mit Machine Learning erkannt, wahrscheinlich einfach nur, weil es Virus heißt oder so. Genau, hier unten haben wir jetzt aber irgendwelche Sachen, die ich jetzt so nicht kenne. My Search Tail, das sind halt jetzt dann potenziell unerwünschte Programme, also vielleicht Werbung oder so. Wir können hier auch mal draufklicken. Dann gibt er uns eine Erklärung, was das alles sein soll. Und ja, Malware halt, keine Ahnung, irgendwas runtergeladen, Pups. Und ja, ist jetzt nicht so tragisch, halt irgendwelche Cookies wahrscheinlich oder irgendwelche Logs. Hier haben wir auch nochmal Malware scheinbar, eine Schadsoftware, aber das ist auch von mir. Wir sehen hier, liegt auch wieder auf meinem Desktop. Und wenn es auf meinem Desktop liegt, weiß ich, ja, damit habe ich mich beschäftigt und schon analysiert, ob das ein Virus ist. Aber ich finde es ganz nice, hier diese ganzen Sachen, die im Browser rein installiert werden. Ich will es jetzt hier größer machen, geht das nicht? Doch, es geht. Wir sehen, es liegt alles im Chrome-Browser unter User-Data. Also es sind meistens irgendwelche Cookies und so. Natürlich wollen die hier auch was verkaufen und machen die Sache schlimmer als es ist. Und deswegen zeigen die da teilweise auch so viel an. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch ja sagen, warum ich das verwende. Ich verwende es halt, wenn wirklich viel Werbung auf einem PC drauf ist. Und dann lasse ich erstmal den installieren, scannen und zack.
Danach kommt dann ein gescheiter Virenscanner drauf. Entweder Malwarebytes, die sind auch nicht schlecht. Ich meine, die haben gute Machine Learning Algorithmen und sowas. Aber die besten sind halt unter anderem so größere, bekanntere Firmen wie, keine Ahnung, Bitdefender, Kaspersky und so weiter. Genau. Und jetzt sehen wir hier, hat nur 3 Minuten gedauert. Und ja, er hat wahrscheinlich jetzt nur mein C, meine SSD gescannt. Das könnten wir hier noch ein bisschen genauer deklarieren. Und wir können das Ganze als Textformat speichern, finde ich auch ganz nice. HV nenne ich es einfach. Und ja, passt. Dann wollen wir das Ganze löschen. Und Elemente ignorieren. Ich will sie in Quarantäne schieben. Ach so, genau. Ich habe jetzt hier 2 abgehakt. Gut, die tue ich alle abhaken, weil das ist alles von mir. Und ich brauche die noch. Und dann löschen wir das Ganze. Genau. Dann einmal Quarantäne verschieben. Dann sagen wir immer ignorieren. Ich will nicht die Entscheidung öfter treffen. Und vielleicht, ja gut, der Chrome-Browser ist zu, deswegen kann er es löschen. Vielleicht müsst ihr den Browser zumachen. Genau, dann haben wir hier jetzt nochmal den Bericht. Wir sehen hier 15 in Quarantäne verschoben, 7 ignoriert, erweitert, welche Softwareversionen installiert waren, welches System und so weiter. Und ja, das war's auch schon. Na, normalerweise tue ich jetzt danach immer den wieder deinstallieren. Und ja, aber ihr könnt den auch kaufen, ist kein Stress. Also ich finde den nicht schlecht, der hat auch gute Virenerkennungsrate. Ich meine, ich habe jetzt hier keine Viren drauf auf meinem PC. Außer halt die, die ich selber weiß, dass die drauf sind. Und ansonsten, ja, guter Scanner, vor allem für Werbung. Genau. Ansonsten würde ich sagen, wenn dir das Video geholfen hat, dann gib doch ein Like, abonniere die Glocke und so. Und ja, dann würde ich auch noch sagen, wenn du Bock auf IT und IT-Sicherheit hast, komm in unseren Discord-Channel, hier geht's richtig rund. Findest du coole Leute, coole News und so weiter, lustige Memes auch. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hab noch einen schönen Tag. Bleib sicher, be part of IT oder be part of it und wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace!